Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich war in Stuttgart bei den German Masters und musste dafür quasi quer durch Deutschland fahren und wir sind statt den gewöhnlichen 6 Stunden, die wir mit Pause fahren, über 8 Stunden gefahren, denn es gab so viele Unfälle und Stau. Aber ich kenne die Route, wir haben Familie in Stuttgart und bevor ich euch jetzt dazu alles zeige, habe ich noch ein paar Infos für euch. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, werde ich als allererstes die Gewinnerin bekannt geben, die mit mir in Hannover auf der Pferd und Jagd im Dezember shoppen gehen kann. Und zwar ist es die Franzi. Ich blende den Namen jetzt hier auch nochmal ein. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich doch bitte bei mir unter der E-Mail-Adresse, die in der Infobox steht, damit wir alles bequatschen können. Und ich hoffe, du freust dich. Und an die anderen, bitte seid nicht traurig. Ich kann leider nur mit einer Person shoppen gehen. Aber vielleicht sehen wir uns ja trotzdem. Denn ich werde zum einen an dem Samstag um 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Halle 25 beim Bloggertreffen sein. Also kommt doch gerne vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen quatschen können, vielleicht ein Foto zusammen machen können. Und dann bin ich aber auch für die, die Samstag nicht da sind, nochmal am Sonntag da. Und zwar um 12 Uhr können wir uns treffen am Stand von Princess and Queen. Und das ist in dieser Country-Halle. Ich glaube, das ist die Halle 26. Ich verlose auch noch weitere Karten, also nicht nur Franzi bekommt jetzt 2 Karten von mir. Ihr könnt auf Facebook, da heiße ich Binibo Blog, also meine Seite heißt Binibo Blog, und auf Instagram, da heiße ich ja auch Binibo, verlose ich nochmal jeweils 2x2 Karten. Also wenn ihr noch Karten gewinnen möchtet, dort könnt ihr noch ein paar Tage mitmachen. Am Wochenende steht der Agravis Cup in Oldenburg an. Geplant ist eigentlich, dass ich dahin fahre. Leider steht das jetzt noch ein bisschen in den Sternen, da ich am Sonntag mit Talita und Laura 3 wichtige Projekte vorhabe, die wir fotografieren und filmen müssen. Und ihr könnt euch vorstellen, das wird ein ziemlich krasses Arbeitspensum. Und daher bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, denn Samstag müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen werden. Und ich kann euch so viel verraten, ein Projekt hat was mit Heritage zu tun und die Sachen muss ich sogar noch abholen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ich halte euch auf den Laufenden. Es tut mir sehr, sehr leid, aber mir sind diese Projekte auch ganz doll wichtig und ich will euch damit ja auch eine Freude machen. Daher muss ich schauen, ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, ob ich es schaffe. Jetzt will ich gar nicht länger weiterschnacken, denn jetzt geht's los. Leider dieses Mal nicht mit so coolen Aufnahmen wie sonst, denn Patrick war nicht mit. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Moin ihr Lieben, wir sind auf dem Weg nach Stuttgart zum German Masters und auf diesem Turnier war ich noch nicht. Heute ist jetzt Freitag, aber da wir ja morgen voll ausgeschlafen sein wollen, fahren wir jetzt schon. Nur viel zu spät, ihr seht wahrscheinlich schon im Hintergrund, dass die Sonne untergeht. Und das, wo wir mindestens 6 Stunden fahren, eventuell sogar länger, denn die Straßen sind ganz schön voll mit Baustellen. Aber wir hoffen das Beste, dass wir gut durchkommen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt mal auf Snapchat zu einem Snapchat Q&A aufrufe und das Ganze einfach während der Fahrt mache, denn ich habe eh genug Zeit und kann meistens nicht sehr lange im Auto schlafen. Also stellt mir jetzt gerne hier auf Snapchat eure Fragen und vielleicht landet eure Frage ja sogar im Video. Also wir fangen jetzt einfach mal mit der Frage von Lilly04 an. Also Holly, die ist 6 Jahre und wird dann im nächsten Jahr 7. Also Lina HRS hat gefragt, wie lange ich schon mit Patrick zusammen bin. Und die Frage kommt wirklich oft und es sind in diesem Jahr schon 8 Jahre. Also die nächste Frage ist von MaryLee03. Sie hat gefragt, ob ich mal eine Roomtour machen könnte. Also ich habe jetzt nicht so die spektakulärste Wohnung. Ich kann euch mal das Wohnzimmer richtig zeigen und so, aber unsere Wohnung ist jetzt auch nicht die größte und Schlafzimmer und Badezimmer zeige ich sowieso nicht, aber wenn ich zu Hause bin, kann ich gerne mal auf Snapchat so ein bisschen was aus der Wohnung zeigen. Was ist eigentlich mit deiner Internetseite, die du haben solltest? Ich denke, sie meint den Online-Shop und das habe ich ja auch schon öfter jetzt erwähnt. Wir sind immer noch dran und ich werde euch informieren. Da wir jetzt aber was ganz anderes machen, als wir ursprünglich geplant haben und auch das alles mit den Veranstaltungen, die wir noch besuchen und die Pferde und sowas viel Zeit kostet, sind wir jetzt noch nicht ganz fertig, aber wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Hi, und zwar hast du mal in einem von deinen Videos gesagt, dass Carlson dein Liebling ist, obwohl du doch Sammy viel länger hast. Warum ist Carlson dann dein Liebling? Also ich glaube, das hängt nicht davon ab, wie lange man jemanden kennt. Das ist ja auch, wenn man irgendwie
einen neuen Partner oder sowas kennenlernt, dann kann es ja auch so sein, dass man das Gefühl hat, man ist schon seit Ewigkeiten bekannt. Und Carlsson hat mir einfach das Vertrauen am Springen zurückgegeben, was leider mit Sammy überhaupt entstanden ist, dass ich so unsicher war. Und Sammy würde ich auch niemals hergeben und wir haben ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Aber Carlsson passt einfach charakterlich total gut zu mir und ich fühle mich einfach richtig wohl, wenn ich ihn reite. Und deswegen fühle ich mich mit ihm irgendwie am verbunden, also am meisten verbunden. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen Pferde nicht genauso lieb habe. Aber es ist halt eben so, genauso wie im Freundeskreis. Es gibt immer Menschen, die man mehr mag als die anderen, obwohl man alle lieb hat. Und genauso ist es bei den 4 Pferden und bei mir. Ich kann nun mal nicht alle genau gleich doll lieb haben. Aber ich kann mich um alle genau gleich gut kümmern und das mache ich auch. Und bei Patrick ist das zum Beispiel so, weil die Frage kam nämlich auch schon mal, das kann ich jetzt auch kurz beantworten. Er ist zum Beispiel totaler Fan von Holly. Also er ist so richtiger Holly-Fan und Holly ist auch schon total fixiert auf ihn. Und ich glaube, sowas kann man auch nicht steuern. Das sind einfach Verbindungen, die man entweder ja, entwickelt oder eben nicht. Also hier kam die Frage, ob Patrick mal einen Ritt von mir kommentieren kann. Das können wir bestimmt einrichten, wenn ich mal wieder Auswärtstraining oder sowas habe, dann kommt er bestimmt eh zum Film mit und dann soll er mal hinter der Kamera das Ganze kommentieren. Und ich studiere Medienwirtschaft und Journalismus an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven und das ist eigentlich genau mein Studiengang und ich muss mich jetzt unbedingt mal wieder dran setzen und ein bisschen studieren. Hier ist die Frage, ob ich irgendwas aus der Escadron Heritage Kollektion haben möchte. Und ich kann euch verraten, ich habe vorbestellt. Was ich mir aber bestellt habe, das verrate ich natürlich nicht. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir Fotos gemacht haben und das passende Lookbook gedreht haben. Guten Morgen, es ist eigentlich schon eher guten Mittag, aber wir haben heute Morgen ganz in Ruhe gefrühstückt, sind dann erstmal zu meiner Oma gefahren und fahren jetzt noch zu meiner Tante und meinem Patenkind. Und dann geht es auch schon Richtung Porsche Arena Schleierhalle oder wie das heißt. Und ich bin richtig gespannt, wie das ist. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Also ich verfolge die Veranstaltung schon auf Instagram und da sind viele coole Bilder mit echt spannenden Themen und ich freue mich ganz, ganz doll. Und ich guck mal, vielleicht werde ich sogar noch ein drittes Treffen machen. Das werdet ihr dann ja am Ende von diesem Video sehen. Ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen, habe aber heute leider nicht den Meisterfilmer mit. Und da Mama vielleicht mit der neuen Kamera noch nicht so gut zurechtkommen würde und die auch sehr schwer ist, haben wir jetzt entschieden, das Ganze nur mit der Blockkamera zu filmen. Aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein. Ich kann trotzdem auch hiermit alles filmen, was ich noch heute machen möchte. Denn gleich werde ich auch noch die Fragen bzw. die Aufgaben raussuchen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Denn ich werde sie vorher auf einen Zettel schreiben und am Ende zeigen, ob ich die geschafft habe oder nicht. Damit ihr auch seht, ich habe das Ganze nicht gefaked. Wir haben jetzt alle Familienbesuche hinter uns und jetzt werde ich mir aus Instagram eure Aufgaben aufschreiben, die ich lösen möchte. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, wir haben die 30.000 erreicht. Ich habe gerade mein Handy entsperrt und dann ging es auf 30.000. Mega cool, ich freue mich gerade richtig. Ich warte jetzt auf 5 ab und dann geht mein Abo-Special online. Aber anderes Thema, ich suche jetzt eure Fragen raus, Aufgaben meine ich, und versuche natürlich so viele wie möglich zu lösen. Ich verrate sie euch jetzt hier noch nicht. Ich werde erst am Ende auflösen, was ich alles geschafft habe. Aber ich schreibe es mir jetzt extra auf, damit ihr am Ende auch sehen könnt, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich habe jetzt alle 5 Aufgaben, die ich mir rausgesucht habe, hier aufgeschrieben. Ihr habt richtig viele gestellt, aber da bald noch die Pferd und Jagd kommt und ich da noch richtig, richtig viele Aufgaben lösen muss, möchte, will, wie auch immer, habe ich jetzt nur 5 hier rausgesucht und ich versuche aber die zu lösen. Und ich finde, das sind ziemlich coole Vorschläge von euch beide gewesen. Bei dem einen muss ich sogar über mich hinauswachsen, weil eigentlich bin ich nämlich total schüchtern, aber ich versuche es zu schaffen, diese Aufgabe zu lösen und dann geht es jetzt ganz, ganz schnell los zur Messe. Oh, zur Messe. Ich sag die ganze Zeit Messe, weil Mama mir das immer vorquatscht. Zum Turnier natürlich. Thank you.
Da ich mit euch mehrere Treffen gemacht habe und selber ja auch noch shoppen wollte und alles so verwinkelt war in dieser Halle, habe ich leider nicht ganz so viel vom Reiten mitbekommen, habe aber mal jetzt zwei Aufnahmen für euch, wo ihr sehen könnt, was für eine Bombenstimmung da war. Wir haben jetzt schon ein bisschen Fahrsport geguckt und gegessen. Also ich muss sagen, das mit dem Fahren ist überhaupt nicht so meins, aber die haben eine gute Show gemacht und jetzt zeige ich euch, was ich mir für Aufgaben gestellt habe, damit ihr nicht nachher sagen könnt, ich habe irgendwas unterschlagen, denn wir haben jetzt noch gar nichts geschockt. Und hier sind die fünf Aufgaben. Also die erste Aufgabe war, etwas ganz Außergewöhnliches zu finden. Ein Cowboyhut für Patrick, der ist nämlich leider nicht mit. Dann soll ich eine Autogrammkarte von einem Celebrity finden. Also ich würde voll gerne irgendeinen von den Reitern, die irgendwie jeder kennt, abfangen. Mal gucken, ob das klappt, aber ich bin total schüchtern. Dann etwas von Eskadron, was ich noch nicht habe. Wird schwierig, ich versuche es aber. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr meint irgendeine Kollektion zum Beispiel oder vielleicht ein Teilmodell oder wie auch immer. Und dann habe ich noch die Aufgabe, mir etwas zu kaufen, was ich mir eigentlich nicht kaufen würde. Aber nicht genug, denn Patrick hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Und per Videobotschaft. Moin Moin, ich habe auch eine Aufgabe für dich, Saskia. Bring meinem Pferd, also Holly, eine Schabracke mit, die nicht von Eskadron ist. Das wäre mal eine super Sache. Ihr habt's gehört, ich soll eine Schabracke finden, die nicht von Eskadron ist. Ich werde mir Mühe geben und jetzt geht's los. Und jetzt möchte ich euch auch schon zeigen, was ich alles gefunden habe und ob ich alle Aufgaben lösen konnte. Und dafür hole ich mir jetzt nochmal schnell meinen Zettel. Hier ist der Zettel, den ich auch schon im Video gezeigt habe. Es ist gar nicht so einfach, was Außergewöhnliches zu finden, aber ich habe mich hierfür entschieden. Es ist von Kentucky und nennt sich Tandem Grip. Und das ist so eine Art Socke bzw. so ein Elastikstrumpf. Bisschen wie so ein Kompressionskram für Wasserbeine oder so. Und man kann das vielseitig einsetzen. Also hier seht ihr das auch. Man kann das als Hufverband nehmen, um Kühlpacks reinzutun. Aber auch, um es unter dem Beinschutz zu verwenden. Ich habe mich dafür entschieden, die in schwarz zu nehmen, damit die nicht so schnell dreckig aussieht. Und dachte erst, weil da halt ein Stück drauf stand, dass es wirklich irgendwie nur für ein Bein ist. Und fand es dann schon fast teuer, weil es kostet nämlich aufgerundet 35 Euro, aber es gab noch 10% auf alle Kentucky-Sachen an dem Stand. Und das ist wirklich ziemlich lang und man kann sich das dann so zurechtschneiden. Und es ist sehr elastisch, also es ist so wirklich ein ziemlich krasses Elastan da drin. Ich brauche es akut jetzt gerade nicht, also meine Pferde sind alle gesund. Wenn ich das mal verwende, werde ich es euch aber mitteilen, wie ich das fand. Und das fand ich sehr außergewöhnlich, deswegen habe ich mich hierfür entschieden.
Als nächstes stand auf dem Zettel, dass ich einen Cowboy-Hut für Patrick finden soll. Und den suchen wir jetzt ja schon wirklich lange, aber ich habe nicht einen einzigen Cowboy-Hut da gesehen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir spätestens auf der Pferd und Jagd für ihn einen finden, denn da gibt es, glaube ich, einige Stände, die Cowboy-Hute anbieten. Also diese Aufgabe habe ich leider nicht gelöst. Dann habt ihr mich aufgefordert, ein Autogramm von einem Celebrity zu bekommen. Und auch das habe ich geschafft, wie ihr vielleicht auch schon im Video sehen konntet. Da ich, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen schüchtern bin, habe ich mich nicht getraut, mich irgendwo hinzustellen, jemanden anzusprechen, obwohl ich auch ehrlich gesagt niemanden, den ich kannte, beim Weg gelaufen bin. Aber dann hat Isabel Wert ja eine Autogrammstunde gegeben. Ich weiß, es gibt geteilte Meinungen über diese Frau, aber ich habe, denke ich, die Aufgabe gelöst und habe mir ein Autogramm von einer sehr, sehr bekannten Reiterin geholt. Und zwar auch noch auf meine Autogrammkarte und auch auf ihre. Die vorletzte Aufgabe war es, ein nicht vorhandenes Eskadron-Teil zu finden. Ich habe die Aufgabe einmal umgekrempelt, weil ich nämlich, ich hasse es, irgendwelche Kollektionen anzubrechen und mir nur ein Teil daraus zu kaufen. Also habe ich kurz diese Aufgabe neu interpretiert und habe mir ein Teil gekauft, was ich genau so schon einmal besitze. In Größe, Farbe, Form genauso zu Hause habe und da habe ich mich hierfür entschieden. Ihr habt mir auch tatsächlich einige Nachrichten geschrieben, dass es bei Klavunde am Outlet-Stand noch diese Abschnittsdecke gibt und einige von euch wussten halt, dass ich die noch suche und ich war richtig, richtig glücklich, denn die hat 49 Euro gekostet, also die war im Angebot. Ich glaube, die kosten sonst 70 oder 80 Euro sogar und da freue ich mich sehr, denn das wird eine Turnierabschnittsdecke zu meinen Sternchenhalftern und ich hoffe, dass die Aufgabe als halb gelöst zählt. Und die letzte von euch gestellte Aufgabe war es, mir etwas zu kaufen, was ich mir eigentlich nicht kaufen würde. Und da habe ich mich hierfür entschieden. Meine Lieblingsfarbe ist zwar lila, aber ich würde mir definitiv niemals eine lilafarbene Dressurgerte kaufen. Und zwar noch in so einem sehr, sehr kräftigen Lila. Da ich generell nicht sehr häufig mit Dressurgärten reite, habe ich aber gedacht, irgendwie ist es doch ganz lustig, weil sie eben lila ist. Ich würde sie mir rein theoretisch nicht kaufen, habe es dann aber doch getan. Und wenn ich sie mal brauche, dann werde ich sie auf jeden Fall unter vielen anderen wiedererkennen. Und dann hat Patrick mir ja auch noch eine Aufgabe gestellt. Ich sollte für Holly eine Schabracke mitbringen, die nicht von Eskadron ist und habe mich erst ziemlich schwer damit getan. Ich bin lange auf dem Turnier rumgelaufen, bis ich mich dann wirklich entschieden habe, welche Schabracke ich mitnehme. Es war ja so, dass Patrick mir die Aufgabe gestellt hat, mir eben eine Schabracke zu holen, die nicht von Eskadron ist. Und ehrlich gesagt, Schabracken ist bei mir ja ein bisschen im Überfluss. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt mir irgendeine Schabracke einfach kaufe, ist das rausgeschmissenes Geld, wenn ich sie am Ende nicht verwende. Da die Schabracken, die mir aber sonst gefallen haben, von Marken waren, die sehr teuer waren und mir für den Alltag zu teuer sind, habe ich mich dann entschieden, für Holly eine neue Turnierschabracke zu kaufen. Denn das wäre sowieso nächstes Jahr dran gewesen. Und dann habe ich von Equiline eine Schabracke gefunden. Ich zeige sie euch mal. Sie ist so schön. Ich versuche gleich mal euch zu zeigen, warum sie so schön ist. Sie ist wirklich sehr teuer und daher ist es auch mein Weihnachtsgeschenk, was ich von Patrick bekomme. Also ich muss sie nochmal hergeben. Wir haben nämlich dann telefoniert, denn diese Schabracke kostet über 100 Euro und das ist wirklich sehr viel. Ich kann aber sagen, dass ich mit der Qualität von Equiline Schabracken so zufrieden bin. Meine haben noch nicht ein bisschen sich verzogen. Die haben eine ganz, ganz tolle Schweißabsorption, also die Pferde sind unter den Schabracken immer verhältnismäßig trocken, beziehungsweise die Schabracke trocknet auch extrem schnell. Sie sind von unten nicht gefärbt, was mir auch total gut gefällt. Die haben ganz, ganz tollen Baumwollstoff und sie hält wirklich unglaublich gut und sie sitzt unterm Sattel, die rutscht nicht einen Millimeter. Daher sind für Turnier die Equiline Schabracken meine absoluten Favoriten. Und das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk. Und dann haben wir halt beide Augen zugedrückt, bin aber 5 Stunden immer wieder an der Schabracke vorbeigelaufen, bis ich mich entschieden habe. Und jetzt zeige ich euch die Nahaufnahme, warum ich diese Schabracke so besonders finde. Also das, was hier so ein bisschen aussieht wie kleine Fusseln, das ist so ein Lurex-Schimmer. Und wenn da die Sonne drauf fällt, das schimmert, ihr glaubt es nicht. Also das ist viel, viel schöner als Strass, weil das eben nicht so penetrant ist. Und dann noch diese coole Kordel hier in Lurex. Leider kommt das jetzt hier gar nicht so rüber. Sehr schade, denn die ist wirklich schön. Jetzt kann ich euch noch eine Sache zeigen, die nicht auf dem Zettel stand. Und zwar hier in dieser Tasche von Reitsport Wüst, die auf jeden Fall schon mal cool ist, weil sie pink ist, befindet sich eine super coole Sweatshirt-Jacke. Die sieht so aus, also die hat einmal hier so eine Spitze und hier oben dieses
Band mit den Sternen und dann auf der Rückseite ist auch nochmal das Wüstenstern-Logo, denn das ist die Marke vom Reitsport Wüst. Und auch hier vorne an den Taschen ist nochmal die Spitze. Die hat noch so einen richtig süßen goldenen Faden mit eingearbeitet. Dadurch glitzert das echt richtig toll. Und da möchte ich mich an der Stelle auch bei Reitsport Wüst für diese coole Jacke bedanken. Die sieht nämlich auch angezogen sehr schön aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun. Das ist selbstverständlich kostenlos, ihr verpasst dann nur keine Videos mehr von mir. Und das Ganze könnt ihr da unten irgendwo unter dem Video auf dem roten Abonnier-Button tun. Ich freue mich jetzt auf das Wochenende, da steht nämlich sehr viel Cooles an und auch auf die nächste Woche. Und da komme ich jetzt noch zu einer wichtigen Änderung. Ich habe ja schon im Sommer angekündigt, dass bis November meine Videotermine getauscht wurden, weil ich ja Turnier hatte und irgendwie fiel mir das dann immer schwer am Samstag oder so die Videos hochzuladen. Ich werde es jetzt aber nochmal versuchen und zwar werden meine Videos ab jetzt bzw. ab nächster Woche immer am Mittwoch um 18 Uhr kommen und am Samstag um 13 Uhr. Das mache ich jetzt mal so testphasenmäßig. Ich lege mich noch nicht hundertprozentig darauf fest, aber ich schaue mal, ob ich damit besser zurechtkomme. Und dann sehen wir uns ja schon am Mittwoch um 18 Uhr in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.